Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Let's Play The Bureau XCOM Declassified. Hören wir mal, was der Soldat zu erzählen hat. Officer, ist der Gefangene friedlich? Hä? Oh ja, er verhält sich ruhig. Ist irgendetwas? Tut mir leid, Carter, aber mir geht in letzter Zeit viel durch den Kopf. Wie geht's unserem freundlichen, feindlichen Agenten? Er ist ziemlich ruhig, seit Sie mit ihm geredet haben, als würde er meditieren. Aber ich weiß natürlich nicht, was in seinem Kopf vorgeht. Unser letztes Gespräch war sehr erhellend. Könnte ich nochmal mit ihm sprechen? Ich rate ab. Aber wenn Sie reingehen, werden wir Zeugen haben, die darauf achten, dass Sie als Sie selbst wieder rauskommen. Besser als nochmal diesen Test zu machen. Was ist? Muss was Wichtiges sein, wenn es ein Trooper wie Sie so mitnimmt. Mein Mädchen in Iowa. Sie kümmert sich auf einer großen Farm um ein paar Überlebende und schickt jeden Tag Funksprüche. Aber... Aber was? Beim letzten Funkspruch klang sie sehr erschöpft und sagte, sie hätte schwarze Schmiere auf ihrem Kissen gefunden. Scheiße. Tut mir leid. Sie schicken schon ein Team los, um so viele wie möglich zu retten. Ich hoffe nur, sie kommt rechtzeitig hierher. Wie geht's unserem freundlichen... Ja, ich habe mich verklickt, ist ja in Ordnung. Beeinträchtigt es Sie im Dienst? Nein, nein, Sir. Überhaupt nicht. Umso besser. Denken Sie dran, wen Sie hier bewachen. Ist krass, wie sein Kopf hin und her wackelt, sein Helm. Vorsicht, Rose. Ein abgelenkter Wachmann ist ein toter Wachmann. Stecken Sie es weg oder nehmen Sie frei. Ja, Sir. Das wird kein Problem sein, Sir. Und, viel Glück. Ja, ja. Scheinen so nach und nach alle zu infizieren, ne? Na, du alter Sack, lassen die dich hier einfach rumstehen? Da sind sie ja wieder, William Carter. Schön, ein vertrautes Gesicht zu sehen. Für einen Kriegsgefangenen sind sie gut gelaunt. Sie aber auch. Das heißt, sie haben einen Faceplotter erbeutet. Ihr wollt euer Selbstmordkommando also durchziehen? Sie müssen etwas über Axis wissen, wenn wir ihn angreifen. Womit müssen wir rechnen? Axis? Der Primarch? Sie sind ein ehrgeiziges Wesen, William Carter. Axis, Primarch, wie immer ihr ihn nennt. Er ist klug und geduldig. Mosaic hat ihn aus gutem Grund zum Anführer gemacht. Es war kein Zufall, dass ihm euer Planet so schnell in die Hände fiel. So schlau ist er auch nicht. Wir haben ihn schließlich aufgespürt. Natürlich. Er lässt euch rankommen und dann vernichtet er euch. Das ist Selbstmord, William Carter. Ich muss übrigens sagen, dass ich seine Lippen echt lustig finde. Wenn die knutschen, sieht das bestimmt auch sehr lustig aus. Wie heißen Sie? Sie begreifen nicht, wie Mosaic funktioniert. Wenn wir in Verbindung stehen, sind wir Mosaic. Individuelle Namen sind unwichtig. Sie sind nicht mehr mit ihm verbunden. Wie nennen Sie sich selbst? Ich weiß es nicht. Darüber habe ich noch nie nachgedacht. Sollten Sie vielleicht. Helfen Sie uns und ich nenne Sie, wie immer Sie wollen. Sie wollen also wirklich, dass Mosaic untergeht? Sagen Sie uns, wo Sie die Hypnotisierten hinbringen. Und wie heilen wir sie? Keine Ahnung. Ich bin Krieger, kein Gelehrter. Ich weiß nicht mal, ob es eine Heilung gibt. Wird sich zeigen. Schön hierbleiben. Habe ich eine Wahl? Natürlich nicht. Vorsicht, William Carter. What the f... Ah, oh, diese Dialoge, ey. Mein Gott, wer diese Dialoge geschrieben, zusammengebastelt hat, der gehört echt irgendwie gesteinigt und viergeteilt. Das ist ja nicht mehr normal. Ich hab das. Also entweder ist meine Art von Dialogführung in letzter Zeit so verkommen, beziehungsweise hat sich so umgestellt, dass ich mit solchen Dialogen einfach nicht klarkomme. Aber die sind so zusammenhanglos, belanglos und. Nein, habe ich noch nicht gehört. Werde ich aber gleich sehen. Wie weit bin ich denn? Technikabteilung, Labor habe ich schon. Dann gehen wir mal in die Technikabteilung. Wo ist denn unser Freundchen hier in der Technikabteilung? Hm. Keine Ahnung. Sie überprüfen alles, doppelt und dreifach. Wenn Sie es schon geprüft haben, prüfen Sie es nochmal. Und nochmal für alle Fälle. Hier ist gar keiner. Was soll das? Sie ahnen ich nicht, was wir prüfe nur, haben. Ob hier sichere Arbeitsbedingungen herrschen. Alles okay.
XCOM. Ja, sie haben noch mal ein bisschen daran rumgebastelt. Carter, er hat vorhin nach Ihnen gefragt. Ja, machen wir gleich. Ich möchte mal kurz da durch, bitte. Hat Banshee schon gefunden, Carter? Er hat vorhin nach Ihnen gefragt. Oh, Mann. Ein Spion wollte sich in den Avenger schleichen. Ein Spion. Hier. Scheiße. Hat er was beschädigt? Glaube nicht. Wir überprüfen nochmal alles, aber wir haben ihn wohl noch rechtzeitig erwischt. Noch so ein Agent der Outsider. Verdammt. Kein Outsider. Ein Russe. Wir werden von Aliens angegriffen und müssen uns trotzdem mit den Roten rumschlagen. Die Kommi-Bastarde geben nie auf. Tja, da kommt er wohl nicht drum herum. Ein russischer Agent. Hier, ich sollte mit ihm reden. Er könnte uns nützlich sein. Sie machen Witze, oder? Ein Russe? So wie Fork das Kommando gibt, taugt dieser Spion bestenfalls noch für Zielübungen. Ruhig, Barnes. Mal sehen, was er zu sagen hat. Im Moment zählt, ob einer ein Mensch ist, nicht ob er ein Kommi ist. Gut. Er ist im Büro des Gruppenführers. Ich finde trotzdem, Sie sollten ihn einfach abknallen. Was du nicht alles findest. Habe ich damit hier den... Hier, Technikabteilung habe ich fertig. Wollen Sie mit dem Russen reden? Vermutlich hoffnungslos, aber viel Glück. Hallo. Warum bist du hier? Хочешь еще вранья? Будешь пытать? Ich kann Sie auch foltern, wenn Sie möchten. Ich wollte mich eigentlich nur unterhalten. Ich muss vor allem wissen, warum Sie hier sind. Я не буду отвечать на твои вопросы. Doch, werden Sie. Glauben Sie, das bringt mich zum Reden? Sie sind schwach. Ihr seid alle schwach. Falls Sie es noch nicht bemerkt haben, der Kalte Krieg ist abgeblasen. Wir haben es mit sehr viel mächtigeren Feinden zu tun. Und Ihr Land auch. Пришельцы? Да. Я слыхал эту сказку. Вы думаете, что я совершенно дурак? Ich war an der Erdoberfläche. Was ich Ihnen gesagt habe, geschieht wirklich. Die eine Hälfte der Menschheit ist tot. Die andere Hälfte ist mit einer unheilbaren Krankheit infiziert. Sie glauben doch nicht allen Ernstes, dass die nur hier zugeschlagen haben. Ihre Freunde in der UdSSR sind mit Sicherheit genauso schlimm dran wie wir. Falls dort überhaupt noch wer am Leben ist. Да это просто смешно. Как ты мне это можешь доказать? Какие-то голоса по радио, подделанные фотки. Почему я должен вам верить, а? Ich würde sagen, ich bring dich einfach zu dem Outsider. Sie zu töten wäre Verschwendung. Sie sind ewig lange hier. Sie haben Talent. Und wir brauchen mehr Agents. Die Outsider sind nicht nur ein Problem der Amerikaner. Ты что думаешь, я тебе поверю в твою сказку? Нападение из космоса. Ты что думаешь, что я дурак? Ich mache Ihnen einen Vorschlag. Sie dürfen nach oben. Überzeugen Sie sich selbst. Wenn es stimmt, was ich sage, arbeiten Sie für mich. Wenn nicht, lassen wir Sie sofort nach Kuba ausreißen. А если я сейчас действительно это сделаю? Im Endeffekt haben Sie nichts zu verlieren. Sie bekommen eine Waffe von uns, Sie kommen hier raus. Und in beiden Fällen sind Sie nicht mehr mein Problem. Ну ладно. Дай я на этих пришельцев посмотрю сам. Schön, Sie an Bord zu haben. Ich hoffe, es stört Sie nicht, dass ich... Aber ich finde, Sie haben richtig gehandelt. Wir brauchen jede Hilfe. Ja, sehe ich auch so. Der Kommi ist ein zäher Brocken, aber ich glaube, er kommt an Bord. Sie können ihm nicht trauen, Carter. Jetzt heißt es Menschen gegen Aliens, nicht Amerikaner gegen Russen. Jemand soll ihn rausbringen, damit er selbst sieht, was die Aliens angerichtet haben. Wenn Sie sagen, ich setze einen Erkundungsflug an. Hoffen wir mal, dass er dann merkt, wer hier die Guten sind. Das wird lustig. Freigeschalter, pardon, so, der Russe. Wie man in Mexiko. Ich habe zwei Transportaufträge freigeschaltet. Gehört, Sie hatten Spaß mit Fork. Oh ja, war toll. Könnte schlimmer sein. Mich haben Sie eine Stunde festgehalten, während Sie den Testraum putzten, nach Ihrer kleinen Einlage. Wurden Sie angegriffen? Sie haben gewonnen. Wo drückt der Schuh?
Was geschieht mit den Sky Rangers? Nachdem ich den Titan gesehen habe, habe ich die Genies im Labor ein paar Avenger-Features für unsere alten Schiffe umbauen lassen. Um was für Umbauten handelt es sich dabei? Nichts Revolutionäres, aber die Sky Ranger werden schneller, stärker und belastbarer. Und die neue Technologie wird im Einsatz sicher arbeiten? Gibt nur einen Weg, das festzustellen, Carter. Wie sieht's mit dem Avenger aus? Fast fertig, was ich so höre. Wenn sich das Endprodukt so fliegt wie die ersten Testkisten, wird es der ruhigste Flug Ihres Lebens. Hauptsache, es hilft uns weiter. Sehen Sie zu, dass Sie Access orten. Und ich bringe Sie mit dem Avenger hin. Ich lasse Sie weiterarbeiten. Na klar. Hab den Vogel auch bald für den nächsten Ausflug fertig. Na, wenn sich jetzt das nochmal geändert hat. Naja. Hat sich wohl nochmal das Gesprächsmuster ein bisschen geändert. Aber, wie schon gesagt. Jetzt gehen wir erstmal wieder zurück in die Einsatzzentrale und schicken unsere Jungs auf Mission. So, warte mal, ich brauche mal einen Scan. Wo ist denn der Typ, der hier nicht ganz richtig tickt? Hier ist keiner. Alles gut. Wenigstens gibt es hier keine Infizierten. Na, das heißt doch auf gut Deutsch, ich muss wieder zurück. Was haben die mit all den Hypnotisierten vor? Sie haben den Bericht gelesen. Ist doch eigentlich klar, oder? Was meinen Sie? Die kommen auf unsere Welt, nehmen... Sagt man, alles rächt sich früher oder später. Oh, da liegen noch Tapes. Aber warte mal, bevor wir das jetzt machen, muss ich zurück zu den Status der infizierten Agenten prüfen. Ah, dazu muss ich zurück ins Labor. Naja, hören wir uns erstmal hier den. Also Jungs, sucht eure Ausrüstung zusammen und sammelt euch hier. Wird das wieder so eine gemütliche Rettungsaktion, Sir? Oder gibt's mal ein bisschen Action? Diesmal wird's nicht so langweilig, Kinney. Nein. Diesmal geht's in die Höhle des Löwen. Jawohl. Wurde auch Zeit. Ein paar von den Hypnos sammeln sich bei einem Turm unten in New Mexico. Wir finden raus, wieso, und schalten sie aus. Und wir stecken uns auch sicher nicht an unter den ganzen Hypnos dort? Sorgen Sie sich lieber, ob wir in den Turm reinkommen. Lebend. Ja, Sir. Das wird ein längerer Aufenthalt. Das Gebiet erkunden, einen Zugangspunkt finden und infiltrieren. Wir halten uns versteckt. Bis wir zuschlagen können. Weniger John Wayne und mehr James Bond? Ganz genau. Wenn wir Glück haben, finden wir sogar ein Medikament für die Hypnos. Ist das überhaupt möglich? Wenn ich das wüsste. Aber wir müssen's hoffen, oder? Warum sollten wir sonst weiterkämpfen? Ah ja, ich bin auch mal sehr gespannt, warum das jetzt alles so klingt, als würde es über die kompletten Lautsprecher ablaufen. Carter, das Silva und wir haben nach dem Dienst öfters mal ein oder zwei zusammen getrunken. Nachdem was passiert ist, dachten wir, du könntest eine Flasche für dich alleine brauchen, Percy. Auf dich, Nico. Ruhe in Frieden. Er ist eigentlich noch nicht tot. Und auf dich, Kinney. Ruhe in Frieden, mein Junge. Das kann ja nur schief gehen. Und auf Nils, Ruhe in Frieden. Herrlich. Wird dir mal besser. Geht noch einer? Und auf J. Edgar Hoover und Pima, New Mexico und die USA. Geil. Haut sich voll ein hinter die Binde. Na komm, jetzt ist es wahrscheinlich das letzte Mal und dann... Und auf William Carter. Hey, das bin ja ich. Genau, auf dich, mein Freund, auf dich. Jetzt muss ich doch bald mal einen Blackout bekommen und auf den Boden legen. Na, also. Wo? Ich muss schon sagen, ich hätte mehr von Ihnen erwartet, Carter. Eine Flasche hat gereicht. Eine ganze Flasche und Sie teilen keinen Tropfen mit uns. Hab sie mit einem Freund geleert. Geil. Herrlich.
Herrlich, herrlich. Hätte ich ein Achievement dafür erwartet, ehrlich gesagt. Okay, schauen wir mal, was die Tante zu erzählen hat. Nix. Hier liegt und steht auch nichts rum. Dann lesen wir mal kurz diesen einen Bericht da. Hey, da ist ja jetzt einer. Lesen wir mal den Bericht hier. Schadensmeldung aus Pima, New Mexico. Pima, New Mexico ist verloren und wird als tote Zone eingestuft. Transportturm deutlich sichtbar von außerhalb der Stadt. Viele Hypnotisierte wurden beobachtet, wie sie sich aus der Umgebung dorthin schleppen. Viele wurden evakuiert, aber gegnerische Präsenz und Verstärkung verhindern eine Fortsetzung der Evakuierung. Eindeutige Beweise zeigen, dass die Hypnotisierten nicht feindlich gesonnen sind. Der Übertragungsweg der Infektion ist noch unklar. Ist noch immer unklar. Aber die Fallstudie des Agenten Da Silva weist darauf hin, dass längere Kontakt mit gewissen Umwelteinflüssen ein Faktor sein könnten. Der Kontakt die zu bereits Infizierten hingegen scheinen ungefährlich zu sein, wie die Fälle anderer Überlebender in Quarantäne belegen. Trotz des Verlusts von Da Silvas Team sind die Informationen aus dem inneren Transportsum für unsere Forschung von unschätzbarem Wert. Der Einsatz ist trotz allem ein Erfolg. Na, wenn du das sagst. Weißt du was? Ich will jetzt erstmal zurück ins Labor latschen. Um dort dann mal kurz, beziehungsweise nicht ins Labor, sondern in die Krankenstation. Hey, kannst du mir mal erklären, wie ich da wieder runter soll? Ah, im Labor. Wieso soll ich die Infizierten im Labor über... Ja, vergiss es. Ich reg mich gar nicht drüber auf. Ich gehe einfach hin und gut ist. Wäre wahrscheinlich einfacher gewesen. So schlecht wie der Amerikaner spricht, wundert mich das irgendwie gar nicht. Mit dem da unten wollte ich auch nochmal ein Weilchen wechseln. Also, wir können jetzt ja nochmal mit allen reden. Officer, ist irgendein... Tut mir leid, Karl. Nee. Okay, du hast nichts mehr Neues zu erzählen. Das hier ist doch Dresden, oder? Setzen Sie sich und hauchen Sie niemanden an. Aber... Kein Aber. Sparen Sie Ihre Kräfte. Ah, William. Ich denke, Sie haben sie gerade noch rechtzeitig gefunden. Inwiefern? Wie lautet die Prognose, Doc? Ist das heilbar? Ich bin Physiker, kein Arzt. Ich werde die Fälle aber studieren. Diese drei Agents waren alle auf derselben Mission, oder? Ja, vielleicht sind sie einer großen Sache auf der Spur. Wenn wir die einzelnen Schritte ihrer letzten Mission zurückverfolgen, finden wir vielleicht den Ursprung der Infektion. Oder vielleicht sogar ein Heilmittel. Oder aber einen weiteren Hypnotisierten. Zugegeben, das Risiko besteht. Aber wir könnten so Tausende und Abertausende Leben retten. Es liegt an Ihnen, William. Natürlich gehen wir dahin. Was denkst du denn? Freigeschalteter Transportauftrag. Hypnotisierte. Des Moines, Iowa. Joa. Det machen wir. Jetzt gehen wir nochmal kurz mit dem Kollegen da unten reden. Was steht heute auf dem Plan? Nix. Okay, guti, guti, gut. Ja, ich weiß, wir sind jetzt schon wieder eine komplette Folge eigentlich nur dumm durch die Gegend gelaufen. Aber das gehört zu XCOM halt nun mal dazu. So ist das eben. Und wir werden jetzt ja auch zurück zu Fork gehen. Und dann anhören, was der von uns will. Und dann müssen wir eigentlich nur noch in die Einsatzzentrale. Wer auch immer das ist. Ich kann mich ja nicht an jeden erinnern. Also wie ich das sehe, haben wir zwei Runner-Aufträge und Aufträge und eine Mann. Die Frage, ob wir die gleichzeitig ablaufen können. Ich
bin so nah dran. Schicken Sie mich auf die Mission und ich bringe Ihnen seinen Kopf auf dem Silbertablett. Wir setzen Carter auf Axis an. Sowas liegt ihm. Dann schicken Sie uns beide los. Niemand geht irgendwo hin, bis wir wissen, wo wir suchen müssen. Agent Weaver, ich weiß, warum Sie hinter Axis her sind, aber Ihre persönlichen Gefühle dürfen die Mission nicht gefährden. Okay. Bevor wir dahin gehen, möchte ich nämlich gerne nochmal kurz hier auf den Blick auf den Tisch, auf das Foto werfen. Das muss der Ort sein. Ja, geil. Der Ort. The one and only. Der eine Ort auf der Welt, hm? Ganz vergessen, dass wir sie uns ja noch gibt es etwas, das ich wissen sollte? Bitte sehr. Agent Weaver hat Axis im Nordwesten aufgespürt. Oregon. Seine Basis ist in Oregon. Ich überlasse es Ihnen beiden, das Suchgebiet einzugrenzen. Auf ein kleineres Gebiet als einen ganzen Bundesstaat. Hm. Wir sollten reden, Carter. Sollten wir das, ne? Mit Angela. Und dann reden wir mit der Angela. Aber erstmal lesen wir die Notizen. Direktor, ich habe dieses Stück eines Memos im Altpapier gefunden. Und es ist mir irgendwie aufgefallen. Ich dachte mir, Sie würden vielleicht gerne wissen, was die Leute so reden. Was bringt das denn, verflucht nochmal? Jeden Tag werden irgendwelche Städte verdampft, Fork vertraut, keinem von uns. Und selbst wenn die Abriegelung aufgehoben wird, wohin sollen wir denn gehen? Wir haben kein Zuhause mehr. Ich bin dafür, wir gehen runter nach Vegas oder was davon übrig ist und verbringen das Ende des Lebens stilvoll. Wir enden doch sowieso alle wie diese Zombies in der Quarantänestation. Warum sollen wir uns nicht vorher noch ein wenig Spaß gönnen, schätze ich mal. Oh, Fork, willst du wieder nicht mit mir reden? Na, dann reden wir halt mit der Angela. 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 Agent Weaver. Schon okay, Will. Wie geht's Ihnen? Ziemlich scheiße. Aber ich lebe noch. Gut. Wir haben eine Spur. Haben Sie und Fork ein Problem? Das ist unwichtig. Axis finden, nur das zählt. Okay. Was wissen wir bis jetzt? Er sitzt im Südwesten Oregons, irgendwo in der Pampa. Im Südwesten Oregons ist alles Pampa. Da gibt es tiefe Wälder, jede Menge Schlupfwinkel für Axis. Aber ich habe was entdeckt. Funksignale. Die sind nicht von uns? Nein, dreifach überprüft. Weir sagt es auch. Der Funkspruch ist nicht menschlich. Soweit ich verstand, wird Axis wiederholt erwähnt. Dort muss eine Art Anlage sein. Charsky oder Crud könnten uns vielleicht helfen. Die können beide eins und eins zusammenzählen. Ich rede mit Charsky. Sie suchen Crud. Gute Idee. Hätte ich selbst drauf kommen können. Sie wären auch drauf gekommen, wenn der Alte sie nicht geärgert hätte. Ich rede mit Charsky und auch mit Weir. Danke, Will. Das bedeutet mir viel. Wir treffen uns in Forks Büro, wenn Sie fertig sind. Jetzt muss ich ja doch wieder mit allen reden. Naja, das hätte ich vielleicht mal vorher machen sollen. Mit Charsky und Weir. Wissen wir denn, ob sie nicht gefährlich sind? Ich glaube nicht, dass wir hören. Crud, hast du keine Lust mitzureden, ne? Dann rede ich halt mit ihm. Oh, cool, ein Fragezeichen in der Luft. Hey. Würdest du bitte mal aufstehen? Ich würde gerne mit dir reden. Schöner Bug. Was soll ich dazu sagen? Ich würde sagen, wir gucken mal kurz auf die Stützpunktkarte. Missionsauswahl. Wir haben hier die Runner-Mission 8 und 8. Hm? Und hier können wir dann noch eine kleine Mission abschließen. Wenn wir hier ein paar Leute auf die Runner-Mission schicken. Kriegen wir eine 16 zusammen? Also wir kriegen allein mit den zwei Aliens schon 8 zusammen. Dann würde ich sagen, schicken wir unsere Zweier zusammen mit einem Vierer dorthin. Kernschussweitenpaket. Gegner erleiden im Nahkampf mehr Schaden. Und Pima New Mexico. Agent Rang 4 Pionier kriegen wir dann. Da schicken wir, würde ich sagen, die anderen alle hin. Na, komm, schicken wir Sinclair mit. So.
Gehen wir wieder zurück. Charsky. Sir? Was Interessantes gehört? Ich höre viele interessante Dinge, Sir. Was davon stimmt, ist eine andere Frage. Suchen Sie nach etwas Speziellem? Agent Weaver hat ein Signal in Oregon entdeckt. Sie müssen es sich ansehen. Sie hatte so etwas erwähnt. Oregon, richtig? Ja, sie vermutet eine Anlage dort. Tja, mal sehen. Sagen Sie mir dann Bescheid. Ich sollte es bald orten können. Agent Weaver hat das meiste schon erledigt. Ich komme später wieder. Weir. Wo ist denn Weir? Tja, ist jetzt die Frage. Ja. Der Bereich da hinten ist immer noch zu, also nehme ich mal stark an, dass Weir in der Forschung rumeiert. Wobei ich mir da nie sicher sein kann. Ah, da ist er doch. William, Gott sei Dank geht es ihm gut. Ja, nicht dank dir. Es geht ihm doch gut, oder? Ja, ich glaube schon. Alle waren sehr besorgt. Ja, wohl nicht nur um meine Gesundheit. Ich höre, Sie haben Agent Weaver bei der Suche nach Access geholfen. Gibt es etwas, das ich wissen sollte? Ja, Sie müssen ihn unbedingt lebend fangen. Wir müssen ihm sein Mosaikimplantat entfernen, während er noch lebt. Wenn er stirbt, löscht es sich automatisch. Was ist so Besonderes an diesem Outsider? Axis ist einer der wenigen, die einmal im Kern des Alien-Netzwerks waren, wo das Wesen, das sie Origin nennen, haust. Ich kann die Information in seinen Gedanken lesen, wenn er noch lebt. Wie machen Sie das? Es ist bemerkenswert. Es hängt mit Ihrer Informationsverarbeitung und der Kommunikation mit dem Mosaik-Netzwerk zusammen. Dazu gehören elektrische Impulse. Wenn Sie es für machbar halten, reicht mir das schon. Was passiert, wenn wir diese Koordinaten haben? Wir reisen in die Welt der Aliens. Und das wird funktionieren? Ziemlich sicher. Ein Rest Unsicherheit bleibt. Wenn ich mehr Zeit hätte, oder wenn Lawrence hier wäre... Warum frage ich ihn denn, wie es funktioniert, wenn ich es dann doch nicht hören will? Hoffentlich packt er das. Ich will unbedingt sehen, wo diese Dinger herkommen. Und ich will erst nochmal mit dir reden. Hey. Oh Mann, einmal verklickt, ey. Ah, bei Kommunikation spaßt dieses Spiel echt nicht. Das geht mir jetzt ja gerade wieder mal sowas von gewaltig auf den Sack. Könnt ihr euch gar nicht vorstellen. Ich wollte ihn nur noch ausfragen. Naja. Schade, schade, schade. Vielleicht kann ich nachher nochmal zu ihm zurück. Crutch, stehst du da wieder? Nein, tust du natürlich nicht. Wo ist denn jetzt Weaver? Ich vermute, das ist kein Freundschaftsbesuch. Charsky ortet das Signal auf einem verlassenen Campingplatz im Südwesten Oregons. Genau da, wo Agent Weaver meinte. Es ist Axis. Er muss dort sein. Je eher wir ihn finden, desto schneller finden wir Mosaic und verjagen diese Arschlöcher von unserem Planeten. Warte mal ganz kurz. Erstens, wo ist Weaver? Ich dachte, wir treffen uns. Zweitens, ich wollte doch nochmal zu der Tante, die... Das ist alles so unlogisch. Ich sag, ich komme später wieder. Geht halt einfach nicht. Mein Gott. Okay, wir reden jetzt einfach mit Fork. Was soll's denn? Agent Weaver hat Axis jahrelang gejagt. Sie will ihn unbedingt zur Strecke bringen. Sie verdient es, dabei zu sein. Das ist das Problem, Agent Carter. Ich brauche Leute mit einem kühlen Kopf. Aber abgesehen davon verlasse ich mich auf Sie. Das ergibt keinen Sinn. Sie verschweigen mir etwas. Und was soll das sein? Sagen Sie mir, was los ist, Fogg. Wir brauchen Access lebend. Und Sie kriegen das am ehesten hin. Dr. Weir braucht alle Informationen, die der Kerl in seinem Kopf hat. Wenn er stirbt, sind diese Informationen verloren.
Verstanden? Axis muss leben, bis wir die Infos haben. Verstehe. Gut. Ich sage Barnes, er soll ihr Team vorbereiten. Die Zeit wird knapp, Carter. Glauben Sie mir, das ist mir bewusst. Sie ist eine unserer besten Agenten. Und Sie sind der andere. Wir haben schon Da Silva, Nils und mindestens ein Dutzend weitere Agenten verloren. Ich riskiere nicht zwei meiner besten Leute in einer Mission. Besonders nicht, wenn einer davon ein Risiko für den Einsatz darstellt. Aber Sie müssen... Achtung! Sie haben keine Starterlaubnis! Sky Ranger Foxtrot 9-1, kehren Sie sofort zur Basis zurück! Verdammt! Weaver. Das ist bestimmt Weaver. Außer Gott! Sie ist unterwegs zu Axis! Und Sie dachten, ich wäre disziplinlos? Sie müssen sie stoppen. Stoppen? Soll das etwa heißen... Nein, natürlich nicht. Nur wenn es nötig ist. Finden und beruhigen Sie sie. Wir brauchen Axis lebend. Wir brauchen beide lebend. Richtig. Holen Sie Ihr Zeug und kommen Sie in die Zentrale. Dann besprechen wir die Details. Was für eine Zentrale? Ah, da ist der neue Einsatz aufgeploppt. Ich würde ja allerdings sagen, wir machen dann erstmal einen Nebeneinsatz. Ist da noch was da gelassen? Ja, das muss der Ort sein, aber mehr auch nicht. Weil ganz ehrlich, was ist denn hier gerade alles kaputt, ey? Ich kann mit Kurz oder wie der heißt, Kurz nicht reden, das ist nur eine Sprechblase. Was ist mit der? Chalsky, ich möchte mit Ihnen über Agent Weaver reden. Ja, Sir. Kann das kurz warten? Ich koordiniere die Bergung eines Verletzten. Das ist wichtiger. Ich kann warten. Rettungsteam ist unterwegs, Agent. Suchen Sie Schutz und bleiben Sie auf Empfang. Kommt er durch? Oh, keine Sorge wegen Meriwether, Sir. Doc Hera macht ihn in ein paar Wochen wieder fit. Also wild. Wenn er nicht zurechtkommt, gehört er nicht an die Front. Wir sind sehr dünn besetzt. Nach dem Verlust von Agent De Silva und seinem Team dürfen wir niemanden mehr verlieren. So, worum geht's? Ich weiß, Sie halten hinterm Berg, was Weaver betrifft. Was ist da zwischen ihr und Axis? Ich kann dazu nichts sagen. Ich muss wissen, ob Weaver irgendwie kompromittiert ist. Davon hängt nicht nur mein Leben ab, sondern das von allen. Leben oder Tod? Na schön. Agent Weavers Bruder ist vor mehreren Jahren verschwunden. Sie glaubt, Axis hat ihn zusammen mit anderen entführt. Wenn Sie mehr erfahren wollen, reden Sie mit Percy. Er hat den Fall mal bearbeitet. Danke, Chalsky. Das hilft mir weiter. Keine Ursache, Sir. Und urteilen Sie nicht zu streng über Weaver. Sie musste die Regeln beugen, damit was passiert. Ja, nein, nicht wirklich. Ja, und wer ist Percy? Wer ist denn Percy? Mit Percy reden. Ich würde gern mit Kurz reden. Aber der will nicht mit mir reden. Ich befürchte halt, dass wenn ich jetzt einen Nebenaufsatz mache, meine Nebenaufträge auch abgebrochen werden. Deswegen würde ich mal sagen, eigentlich ist die Folge schon vorbei. Aber... Aha, was haben wir hier noch? Ich habe gehört, Sie hatten Spaß mit Fogg. Oh ja, war toll. Könnte schlimmer sein. Mich haben Sie eine Stunde festgehalten, während Sie den Testraum putzten, nach Ihrer kleinen Einlage. Wurden Sie angegriffen? Sie haben gewonnen. Ich lasse Sie weiterarbeiten. Na klar. Hab den Vogel auch bald für den nächsten Ausflug fertig. Alter, warum hast du dann so ein komisches Ausrufezeichen über dem Kopf, wenn es hier nichts gibt? Wollt ihr mich eigentlich alle verarschen? Oh, Mann. Ich hab das Gefühl, das Spiel fliegt mir bald um die Ohren vor lauter Bugs. Okay, wie machen wir das jetzt am einfachsten? Wo ist denn Percy? Ich such den jetzt mal. Und da haben wir Percy auch schon gefunden. Carter! Es heißt, Sie sind bei Direktor Forks kleinem Test umgekippt. Ja, Percy. Und Sie? Naja, ich habe ein wenig gekotzt. War aber nur so wie nach einer durchzechten Nacht. Damit kennen Sie sich ja gut aus. Was, Carter? Interessiert keinen, was Sie denken. Ja, wahrscheinlich nicht. Sie sind wirklich ein harter Hund, Carter.
Ich habe das mit der Silver gehört. Ich glaube, sie haben richtig gehandelt. Danke, aber darum bin ich nicht hier. Ich brauche Informationen über Weavers Bruder. Scheiße, ich habe seit Jahren nicht mehr an P.D. Weaver gedacht. Ja, da habe ich durchaus Informationen. Er verschwand, als Weaver noch eine ganz kleine Nummer war, die Schlampe. Hat Wind gemacht und behauptet, an seinem Verschwinden sei was voll gewesen. Da könnte sie glatt recht gehabt haben. Die Führung dachte sich, ist eben ein Vibe. Zu emotional für Außeneinsätze. Die kannten sie eben nicht sehr gut. Nein, Falk hat mich damals mit ihr auf den Fall angesetzt. Aber sie wollte nicht auf mich hören. Also hat sie sich beschwert und der Alte hat ihr den Gefallen getan. Wie immer. Weaver hat die Akte ihres Bruders in ihrem Büro, falls die Neugier sie plagt. Danke für die Hilfe, Percy. Hey, wenn Sie dort was Gutes finden, erfahre ich's, ja? Gutes? Was zum Beispiel? Naja, vielleicht Fotos von Weaver als Ballkönigin oder so. Sie können's nicht lassen, was? Nein, niemals. Wir sind ja fertig. Ist mir Schleier. Okay. Und Jump Cut zur nächsten Stelle. Oh, Code steht da. Zwar mit zwei Fragezeichen über dem Kopf, aber ich denke, die Gelegenheit nehmen wir mal wahr. Ich hoffe, Sie haben nützliche Informationen. Könnte sein. Wir haben Ihre Berichte gelesen, besonders die über Ihre Gespräche mit Axis. Irgendwelche brillanten Entdeckungen? Eher einen schrecklichen Verdacht. Wissen Sie, wie die Infektion sich ausbreitet? Um Flüsse und Seen herum tritt sie seltener auf. Ich vermute, es gibt eine Süßwasserpflanze oder Fische, die eine Infektion erschweren. Wissen Sie, wie sie verbreitet wird? Leider nein. Aber wir sind einigermaßen sicher, dass sie nicht von Mensch zu Mensch übertragen wird. Sonst hätten sich die Agents schon längst angesteckt. Sehr tröstlich. Ja. Wissen Sie, wo man die Hypnotisierten hinbringt? Auf ihren Heimatplaneten, vermuten wir. Es sei denn, sie bringen Menschen zu einer Art intergalaktischem Viehmarkt. Ich weiß nicht, was schlimmer ist. Dass wir entführt werden oder dass die uns möglicherweise verkaufen. Menschen tun sich das seit Jahrtausenden an. Wie kommen Sie drauf, dass Außerirdische netter wären? Wissen Sie, wieso die überhaupt Menschen entführen? Wir haben Theorien, aber keine Gewissheit. Und keine Theorie ist schön. Wieso? Im besten Fall werden sie in der Outsider-Welt als Sklaven gehalten. Aber es könnte auch viel schlimmer sein. Ein paar Mal fiel der Begriff Nutzvieh. Ich glaube, ich habe verstanden. Tja, alles sehr deprimierend. Danke. Sehen Sie es eher als weiteren Ansporn zum Kampf. Viel Glück, Carter. Okay. Und bis... Aha, das Bild hängt aber gut schief. Ein verschlossener Aktenschrank. Mist, abgeschlossen. November 21, 2011. 11? 21. Ja, na, oder so. Also, dann wollen wir mal sehen. Vermisste Person. Akte P. Weaver. Ein dicker Aktenordner mit Dutzenden von Fotos, Dokumenten, kommentierten Landkarten und Notizen in einer säuberlichen Handschrift. Der ursprüngliche Fall aus dem Jahr 1956 dreht sich um das unerklärte Verschwinden eines Pete Weaver aus dem Staat New York. Spätere Dokumente betreffen Sichtungen von rätselhaften Lichterscheinungen, Massenohnmachten und anderen ungelösten Fällen von vermissten Personen im ganzen Land. Auf mehreren Fotos ist ein Mann zu sehen, der General Deems sehr ähnlich sieht und immer dort zu sein scheint, wo jemand verschwunden ist. Angeführt sind einige von Hand gezeichnete Karten mit Hinweisen, wie und wann die beste Gelegenheit wäre, General Deems zu ermorden. Also sie glaubt, Axis wäre Deems, ha? Huh? Interessant. Abmarsch, wenn bereit. Ja, ich denke, das wäre mal wichtig, dass wir uns mal auf einen Abmarsch machen. Denn ansonsten kommen wir hier wohl mit diesen Bugs nie mehr klar. Gehen wir jetzt mal zum Missionsauswahlbildschirm. Und wir haben ja immerhin diese eine Mission, die wir hier angehen können. Dudley Massachusetts. Langschwert. Oh, hier ist noch eine. Missionskomplexität 9. Aufpralldämpferpack. Sprengstoff und Granaten richten deutlich weniger Schaden an.
Ja, das wird wohl so nix. Ich meine, ich habe zwar hier zwei Überschuss, aber... Ja. Ja, gut, aber ich meine, wenn wir wieder zurückkommen, dann können wir den noch zuweisen. Und... Ja, das sollte dann gehen. Dann nehmen wir die mal hier. Fabrik vernichten. Der XCOM-Geheimdienst hat eine Fabrik zur Herstellung automatischer Maschinenschützen entdeckt. Mhm. Stellen Sie ein Team zusammen und zerstören Sie die Fabrik. Machen wir. Gucken wir uns kurz Intro an und dann werden wir in der nächsten Folge in diese Mission reinstarten. Das ist nämlich auch ein schöner Punkt zum Speichern. Um sicherzugehen, dass die Basis auch gespeichert wird mit allen Sachen, die wir dort erledigt haben. Cool. Cool. Was kann denn... Also, Pitmans Geschütz hat jetzt ein Schild oder sowas, haben wir gesagt, ne? Okay. Also, ich würde sagen, wir sehen uns in der nächsten Folge. Die Folge war eh schon wieder sehr lang. Bis dahin wünsche ich euch wie immer ganz viel Spaß und tschüss.